Okay, los zu dieser Frau, wer auch immer sie ist. Ich zahle jeden Kopper zurück. Mit Zinsen. Gib mir eine Woche. Bitte. Hurensohn ist kein Bankier. Er ist ein ehrlicher Mann. Zahl pünktlich und er beschützt dich. Zahl nicht. Hilfe! Was soll das Geschrei, blödes Huhn? Worauf hoffst du? Auf einen Ritter in schimmernder Rüstung? So ungefähr. Halt dich da raus, Graukopf. Nicht dein Problem. Vespula hat einen neuen Beschützer. Verschwindet. Wenn, dann schlage ich mich mit denen, da zahle ich. Ich will denen mein Geld nicht geben, mal gucken, was passiert. Vespula hat jetzt einen anderen Beschützer. Ach, und der wäre? Der Bettlerkönig hat was mit Junior ausgehandelt. Das hier ist jetzt sein Revier. Davon habe ich aber nichts gehört. Aber du hast gehört, was Bettler mit Leuten macht, die ihm krumm kommen. Oder brauchst du eine Demonstration? Los, Fritz. Wenn der Boss es so will, dann ist es so. Oh, das war eine ganz dumme Idee. Der Bettler findet das bestimmt richtig scheiße. Danke, dass es Leute gibt, die aus reiner Herzensgüte Fremden helfen. Nicht nur aus Güte. Und richtig fremd bist du auch nicht. Was zum... Oh, ich kenne dich. Du bist dieser Hexer, der Rittersporn durch die Bordelle gezogen hat. Geralt, richtig? Endlich bin ich wegen Rittersporn hier. Ich bin Rittersporn. Nein, eigentlich ist Rittersporn... Okay, Rittersporn hat Geralt durch die Bordelle geschleift. Geralt wollte immer nicht. Nicht Geralt. Geralt. Oh, das tut mir leid. Was meinst du? Wo könnte Rittersporn sein? Bestimmt hurt er schon wieder herum, dieser krächzende Fasan, der verlogene Schuft. Autsch. Was hat er dir denn getan? Das gleiche wie immer. Dieser König der Schwätzer kam zurück und meinte, diesmal wär's für immer. Und dann, keine Woche später, fand ich ihn am Hafen mit einem Flittchen im Arm. Da platzte mir der Kragen. Erst all die Fragen über die Wäscherinnen aus dem Badehaus und dann das. Ich habe ihn windelweich geprügelt und im hohen Bogen rausgeschmissen. Ich hätte die Leute bezahlen oder umklatschen sollen. Das mit dem Bettlerkönig war eine scheiß Idee. Rittersporn hat dich über andere Wäscherinnen ausgefragt? Nicht gerade geschickt. Selbst für ihn. Vielleicht steht er ja auf Schaum. Möglich. Aber was wollte er denn eigentlich wissen? Oh, alles Mögliche. Wirklich. Wie es so im Badehaus ist, ob ich Freundinnen dort hätte, wann sie arbeiten würden. Weiß nicht. Vielleicht will er eine in seiner Taverne anstellen. Vielleicht rege ich mich auch umsonst auf. Vielleicht frage ich ihn, wenn ich ihn treffe. Diese Frau, mit der er am Hafen war, wer war sie? Er hat sie als Nichte aus Kovir vorgestellt. Wohl eher aus Hurvir. Ihr Korsett war so eng, der sind schon die Augen aus dem Kopf gequollen. Seine übrigens auch. Garantiert Künstlerin oder Hure. Ist sowieso ein und dasselbe. Danke für deine Hilfe. Du warst nicht hilfreich. Tschüss. Hör mal, wenn ich Rittersporn sehe, soll ich ihm irgendwas ausrichten? Nein. Das heißt, sag ihm, er ist eine miese Schlange, aber er darf trotzdem gern vorbeikommen. Hey, Level 11. Kriege ich dafür irgendwas Cooles? Ja, so, da, genau. Ab wann kriege ich denn das? 28, 16, meh. Dann level ich einfach mal mein komisches Schild. Es wird ein aktiver Schild erzeugt, dessen Aufrechterhaltung und das Blocken vor Angriff kostet Ausdauer. Vom Schild absorbiert Schaden, stellt die Vitalität des Spielers wieder her. Was macht der hier? Erhöht die Intensität des Quenzzeichens 5% aus zur Regeneration im Kampf. 5% des absorbierten Schadens werden auf den Angriff zurückgeworfen. Ausdauerregeneration im Kampf. Ich muss voll krass Ausdauerregeneration lernen, würde ich sagen. Das war jetzt. Leertaste, um fortzufahren. Verbrauchte Punkte übrig geblieben. Ich muss irgendwie. Was macht das hier? Das 5 Angriffskraft. Schadet schon mal nicht. Nein, lass mich doch in Ruhe, Steam! Ich habe jetzt keinen Bock und keine Zeit und ich will The Witcher zocken. Was ist denn hier los? Heute ist alles bestens. Nerv mich nicht.
Hättest du vor einer halben Stunde gefragt, hätte ich Zeit gehabt. Du kannst im Dunkeln sehen und bist zäh. Du wärst ein bist so zwielichtig wie ein Lügenkeller. Wenn du nicht so groß wärst. Erzadern-Schnüffler, bin ich dein Hund oder was? Hey, zum Geier, wo muss ich hin? Ach, da zum Geier muss ich hin. Toll, voll erstmal schön dran vorbeigelaufen. Dumm. Dumm, dumm, dumm. Einfach dumm. Nerv mich nicht! So, ich muss jetzt erst einmal kurz Pause machen. Und Steam on. Okay, weiter. Dota ist weg. Willkommen, willkommen. Willkommen, willkommen, Herr Elf. Ich bin ein Freund von Rittersporn. Ich suche Elihal. Dann bist du hier richtig. Was kann ich für dich tun? Soll etwas gekürzt werden? Soll ich vielleicht die Hose flicken oder die Socken stopfen? Bist du Elihal? Ja. Und mach endlich den Mund wieder zu. Entschuldige, ich dachte, Elihal wäre eine von Rittersporns Freundinnen. Ah, so ist das. Warte kurz. So besser? Nein. Du bist also... Elihal. Hast du mit Rittersporn... Ich meine, wie habt ihr euch kennengelernt? Nachts, in einer Taverne. Er war vollkommen betrunken. Doch, 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 doch. Ich will's wissen. Was ist dann passiert? Wo denkst du hin? Wir haben uns unterhalten. War's das? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber eine Sache sollte ich klarstellen. Männer interessieren mich nicht. Das habe ich ihm auch gesagt. Zum Glück ist Rittersporn ein weltoffener Geselle. Wir hatten einen schönen Abend. Danach wurde er ein treuer Kunde. Sei mal froh, dass die Hexenjäger das nicht wissen, dass du dich so anziehst. Die würden dich, einfach weil du ein Elf bist und weil du, naja, sich so anziehst, tschüss, tot. Kommt er häufig in deinen Laden? Ich habe wirklich versucht, ihn zu einem ordentlichen Wams zu überreden. Leider lässt er sich immer nur einen Knopf annähen oder die Hose flicken. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Ist eine Weile her. Er brachte eine von Soltans Jacken und wollte, dass ich eine zusätzliche Tasche aufnähe. Ein seltsamer Wunsch. Ich hatte das Gefühl, dass er in Wahrheit nur mit mir reden wollte. Okay. Worüber habt ihr gesprochen, du und Rittersporn? Hat er etwas Bestimmtes gefragt? Lass mich nachdenken. Wir haben uns ganz normal unterhalten. Aber, ja, er hat immer wieder nach Kalkstein gefragt. Hätten Rittersporn und ich nicht gleich die Karten auf den Tisch gelegt, würde ich denken, er hätte was mit dem Alchemisten. Er hörte sich wie ein liebeskranker Stenz an. Er wollte ihn wirklich dringend sprechen. Kalkstein in Novigrad? Ich hätte auch nichts dagegen, ihn zu sehen. Du kommst leider zu spät. Die Hexenjäger haben ihn neulich geschnappt und auf einem Scheiterhaufen am Hierarchenplatz verbrannt. Als er starb, gab's ein Riesenspektakel. Beeindruckend. Feuerbestien flogen um den Scheiterhaufen, stiegen in den Himmel und formten explodierende Buchstaben. Wirklich? Und was stand da? Radovid lutscht Schwänze. Wenigstens Humor hat der alte Alchemisten Zausel. Ich weiß, es geht mich nichts an, aber warum... Warum ich mich verkleide? Als Kind habe ich immer davon geträumt, ein Doppler zu werden. Stattdessen bin ich Schneider geworden. Mit Kleidung und Kostümen lassen sich alle Facetten der Persönlichkeit zeigen. Heute bin ich eine redanische Gräfin, morgen ein Strauchdieb vom Hafen. Das ist echte Freiheit. Mhm. Wolltest du nie jemand anders sein? Nicht mal für einen kurzen Augenblick? Ist doch gewiss schrecklich langweilig, immer Hexer zu sein. Ich schaffe es, mich bei Laune zu halten. Ich glaube, das Hexer sein ist... Danke für deine Hilfe und schön, dich kennengelernt zu haben. Ich kann dir bei vielem helfen. Wenn du eine neue Hose oder ein Wams brauchst, weißt du, wo du mich findest. Ich glaube nicht, dass du Rüstung schmiedest. Und Hexer sein ist, glaube ich, spannend genug. Immer neue Monster und sonst was alles mögliche, also da bleibt schon genug Spaß, glaube ich. Oder
Spaß vielleicht nicht, Aufregung. Nennt man es Aufregung? Lasset uns beten. Lasset uns den Priester umlegen. Kann ich leider nicht. Kann ich bestimmt, aber dann legen mich die Wachen um. Also lasse ich das trotzdem. St. Georg-Brücke. Da lang. Dumm. Also, wen trifft man zuerst? Nilfgaardische Banner. Okay, scheinbar irgendwas. Die Tochter des Botschafters. Muss ich mit dir reden? Nö, ich kann hier einfach rein. Geilo! Ich kann nicht rein. Nee. Warum nicht? Lass mich rein. Was willst du? Da rein! Ich bin der Schwertkampflehrer. Rosa Vaartre erwartet mich. Ich soll sie im Schwertkampf unterweisen. Komm mit. Sie wartet schon. Ich hoffe, dir ist klar, worauf du dich eingelassen hast. Hoffe ich auch. Fräulein Rosa hat ein animalisches Temperament. Kennt keine Gnade, wenn sie ein Schwert im... Schnapp dir ein Holzschwert. Und pass auf, dass du dem Fräulein nicht wehtust, sonst lernst du den Botschafter kennen. Komm mit. Da runter. Ach so, erstmal ein bisschen in der Luft rumschweben, auch cool. Du bist mein neuer Lehrer? Na sowas. Diesmal hat sich Papa ja wirklich Mühe gemacht. Nimm dir erstmal Holz. Zeig, was du drauf hast. Voll bescheuert. Ein Hexer als Schwertkampflehrer. Man sieht doch, jeder sieht doch, dass er ein Amulett hat und diese Augen. Einfach das Mädchen verhauen? Okay, ich verhau das Mädchen. Aua. Hör auf zu prallen und kämpf. Batz. Was sollen denn zwei Schwerter, wenn du eh nur eines führen kannst? Verdammt, bist du schnell! Komm her, los, greif an! Verdammt! Immer schön aufs Gesicht mit dem Holzschwert, voll nett. Gut gekämpft. Das tut voll weh. Du bist viel besser als der Letzte. Ich bin eigentlich gar nicht dein Schwertkampflehrer. Ach, wer bist du dann? Und wie bist du reingekommen? Ich bin ein Hexer und ich habe gesagt, ich bin der Schwertkampflehrer. Ich bin ein Hexer. Ich suche... Ein Hexer? Fantastisch! Ich wollte schon immer einen Hexer treffen. Wie aufregend! Was ist daran aufregend? Und ob, ich suche nach Rittersporn. Und wie? Aber darüber müssen wir ein andermal reden. Ich wollte nach deinem Rhetoriklehrer Rittersporn fragen. Rhetoriklehrer? Zum Lachen. Als solchen hat Papa ihn eingestellt, aber er hatte daran kein Interesse. Meist hat er Laute gespielt und gesungen. Wollte wohl jemandem den Hof machen. Also hat er nicht... Aber ihr hattet doch irgendein Verhältnis. Wenn du es ein Verhältnis nennst, das er mir nachstellte, jedenfalls lief zwischen uns nichts. Meine Schwester hatte ihren Spaß auf unsere Kosten. Doch genug geplappert. Kämpfe! Ich verlange eine Revanche! Komm, greif an! Blocken, schlagen, schwerer Angriff, leichter, hin und her. Wieder blocken. Einzelne Gegner sind so einfach, vor allem menschliche. Die kann man immer besiegen. Scheißegal, wie viele Stufen höher sind wahrscheinlich, weil muss einfach immer nur blocken. Verdammt, bist du schnell! Und wenn man es richtig anstellt, macht man einfach immer nur einen Schlag. Und dann können sie auch nicht zurückkontern.
Verdammt! So. Auch wenn du kein Lehrer bist, solltest du einer werden. Willst du mir nicht ein paar Stunden geben? Oh ja, klar. Einer Dame darf ich nichts abschlagen. Was turtelt ihr Täubchen denn da? Du hast mich nach meinem Verhältnis zu Rittersporn gefragt? Nun, hier ist die Urheberin des Durcheinanders. Edna Var Atre, größte Unruhestifterin nördlich und südlich der Jaruga. Weiß nicht, ob ich folgen kann. Rittersporn hat euch verwechselt? Fragezeichen. Moment mal, wollt ihr sagen, dass Rittersporn euch verwechselt hat? Gelegentlich schon. Das hat Rosa aber schnell aufgeklärt. Wenn du kurz deinen gehässigen Mund halten würdest, liebe Schwester, könnte ich erklären. Edna hat Rittersporn Liebesbriefe geschickt, unterschrieben mit meinem Namen. In seiner Eitelkeit ist er darauf reingefallen. Ich durfte mich der Avancen des alternden Baden erwehren. Rosa, es war doch nur gut gemeint. Ich fand, dass du Hilfe beim ersten Schritt brauchst. Du bist bei jeder seiner Balladen errötet. Hör auf, sonst singt er als nächstes bei deinem Begräbnis. Ganz ruhig. Beruhigt euch, meine Damen. Kein Poet ist einen Streit unter Schwestern wert. Schon gar nicht dieser. Hört mal, ich will nur eins wissen. Habt ihr Rittersporn in letzter Zeit gesehen? Edna vielleicht. Ich jedenfalls nicht. Liebe Schwester, ich würde mich doch nicht mit einem Mann treffen, für den du heimlich brennst. Brennen? Für einen, der ständig die Talente einer anderen preist? Dazu bin ich nicht dumm genug. Scheißegal. Von wem hat Rittersporn denn gesungen? Kennt ihr sie? Sie ist wohl eine Dichterin oder Bardin. Selbstredend außergewöhnlich begabt und fähig. Aber wer weiß, der Bade hat sie vielleicht erfunden, um uns eifersüchtig zu machen. Erbärmlicher Chorknabe. Das hat auch geklappt. Du bist schon beim Reden darüber ganz rot geworden. Und du wirst erst rot, wenn ich dir die Augen auskratze. Hat er sich in letzter Zeit... Verhielt sich Rittersporn in letzter Zeit seltsam? Ungewöhnlich? Ungewöhnlich? Eigentlich nicht. Zwecklos, Geralt. Sie ist so verknallt, die würde nicht mal merken, wenn er zum Werwolf würde. Edna! Was denn? Du musst nicht so tun, als wäre er normal. Weißt du noch, als er uns auf den Friedhof führte? Rhetorikstunden auf dem Friedhof? Selbst für Rittersporn ungewöhnlich. Wir wollten die Gräber berühmter Professorin von Ochsenfurt besuchen. Am Ende stellte er lauter Fragen über Markgraf Henkel. Über wen? Ein exzentrischer alter Kauz. Neulich verstorben. Als junger Mann ist er offenbar ein wichtiger und großzügiger Förderer der Künste gewesen. Ja, ein Politiker, was hat denn das damit zu tun? Ja, okay, frag mal. Gebildete junge Damen wie ihr wissen doch sicher jede Menge über Politik. Wir haben dies und das aufgeschnappt. Was willst du wissen? Ja. Der Kaiser drängt weiter nach Norden. Die Höflinge sind sicher begeistert. Seine Vertrauten sicher. Aber Papa sagt, dass das nicht mehr lange so geht. Warum nicht? Er meint, dass der Krieg den Handel stört. Und dass die Leute es leid sind, die Abenteuer des Kaisers zu bezahlen. Naja, komm. Anderes Thema. Ich muss los. Schönes Thema. War mir ein Vergnügen, aber ich habe noch was zu erledigen. Äußerst erfreut, dich kennenzulernen. Komm bald wieder. Und? Was ist jetzt mit weiteren Stunden? Ja, klar. Du bist überzeugend, Fräulein. Woher du das bloß hast? Sag mir Zeit und Ort. Morgen hier? Gleiche Zeit wie heute? Gut. Bis dann. Bis dann, Meister Hexer. Wieder vernünftige Klamotten. Schon besser. Ich kann nicht zufällig so eine Rüstung plündern. Nö. K-Swex. Quessen? Okay. Ciao, ciao. Da lang. Wahrscheinlich hier lang. Ja, Ausgang. Jetzt. Was ist das? Was ist denn hier wie in der Nähe? Keine Ahnung, ich geh erstmal zu dem Ding da hinten hin. Hey!
Darunter. Ich dachte jetzt, er rollt weiter und springt halt dann auf das nächste und springt da gleich auch wieder runter. Das wäre so leicht unpraktisch, sagen wir unpraktisch. Aber wo sind wir hier gelandet jetzt? Im Bauernhof? Entschuldigung, ich suche Marabella. Das bin ich. Warte draußen, wir haben noch Unterricht. Ich kann nicht warten. Ja, pf, die 2 Minuten. Scheißegal. Ich warte. Es dauert nicht lange. Die Leute wenigstens nett. Er kann leider doch nicht kommen. Warum? Grüße von meiner Mama. Eine Ratte hat ihn gebissen und er hat Fieber bekommen. Wo ist er gebissen worden? Hat's dir weh getan? Muss er sterben? Du stirbst doch nicht von einer Ratte. Du bist so... Wahrscheinlich alle themerischen Ursprungs, die wurden nachts vor dem Eingang Schlamm. Wir haben sich. Ach so, das sind die Kinder. Kartische. Das ist magisch. Die beiden Explosionsdinger kann man gegen Monster Oma, ein paar Tagen habe ich gesehen, wie ein Hexenjäger zu einem Mann, du Ratte, gesagt hat. Und dann hat er ihn umgebracht. Du lügst doch! Schluss jetzt. Wir sind für heute dann fertig. Hat er ihn gebracht. Nehmt eure Sachen und geht nach Hause. Für klein Lesen, Schreiben, bla bla bla. Ob der Rattenfänger wieder gesund wird? Bestimmt nicht. Woher willst du das wissen? Mama sagt, er braucht nur einen Husten zu kriegen. Schon ist er im Grab. Und er hat Darf ich dich kurz sprechen? Ja. Was willst du? Alles. Ich weiß, dass du dich mit Rittersporn getroffen hast. Oh ja. Der längste Nachmittag meines Lebens. Hat er dir Gedichte vorgetragen? Nein. Wir haben zusammen die Welt der Pilze in Bildern durchgeblättert. Hä? Hm. Vielleicht... Nein. Ich will lieber nicht wissen, was er sich dabei gedacht hat. Schimmel. Darum ging's ihm. Als er seine Hand von meinem Knie nahm, um auf das Bild eines Penicilliums zu deuten, wusste ich, dass es vorbei ist. Er hat ein Gedicht über dich geschrieben. Ich habe ein Gedicht von Rittersporn über dich gefunden. Darin beschreibt er dich als sehr begabt. Wirklich? Hat er meine Poesie erwähnt? Pferde haben mich schon immer fasziniert. Ich wollte schon lange ihre edle Schönheit besingen. Hast du meine Texte bei Rittersporn gesehen? Nur Versuche, ja. Aber mich würde interessieren, wie du sie findest. Nein, nichts gesehen. Hyah! Ihre schlanke Peitsche durch die Lüfte flog. Hyah! Ein Knall und das Tier gehorchte ihr. Der Hengst jetzt zwischen ihren Schenkeln tanzte. Schon war voll Schweiß das ganze Tier. Tut mir leid, ich verstehe nicht viel von Poesie. Gut so, danke. Hast du noch Hast du ihn noch mal gesehen, nach dem Vorfall mit den Pilzen? Nein, ich habe sogar überlegt, ihm noch eine Chance zu geben. Er hat ein Herz aus Gold. Er braucht nur etwas mehr Disziplin in seinem Leben. Aber er ist nicht wiedergekommen. Also glaube ich, dass es vorbei ist. Gut, dann... Ciao, ciao! Danke für deine Hilfe. Lebe wohl. Dann habe ich ja noch einen Anlaufsort. Oha, ich darf mich treten. Ja, genau, einfach aus dem Kind drauf treten. Almosen, Almosen für Brot. Ich bitte euch, gute Leute. Almosen, Almosen für einen Hexer. Ich habe keinen Bock, Monster zu töten. Ich würde gerne einfach so meine Sachen bezahlen. Ja, renn. Meine Greta. Die nächste Hexe brennt. Ui.
Schickes Hütte. Schickes Hütte. Hm, genau. Schicke Hütte. Wenn schon. Schickes Hütte. Wohnt hier Baronin Lavalette? Hat dich nicht zu interessieren. Die Baronin gibt sich nicht mit jedem ab. Keine Sorge. Ich bin wegen ihrer Kammerzofe hier. Molly. Geh aus dem Weg. Die Baronin reitet aus. Verschwinde. Sei gegrüßt, Hexer. Ich bin erstaunt, dich hier zu treffen. Aber ich glaube nicht an Zufälle. Geralt von Riva, Schlechter zahlreicher Monster und meines Sohnes. Ja. Du hast recht, General. Mein Besuch ist kein Zufall. Ich suche hier jemanden. Hier hast du nichts zu suchen. Hauptmann, lass diesen Mann nicht rein. Verzeih bitte, Morvran, aber mir ist die Lust auf die Rennen vergangen. Erst den Sohn einer Frau töten und dann an ihrer Tür erscheinen? Ich hab gedacht, Hexer hätten einen besseren Überlebensinstinkt. Ich suche ein Mädchen namens Molly. Sie soll hier arbeiten. Ich fürchte, du bist nicht auf dem neuesten Stand. Molly arbeitet nicht mehr hier. Wurde sie entlassen? Oder was ist los? Hat die Baronin sie entlassen? Ganz im Gegenteil. Molly hatte genug vom Dienen. Nach Arjans Tod kam Luisas Neffe, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Und als er Molly sah, da... Tja, kurz darauf haben sie geheiratet. Sie warten nun auf sein Erbe. Da der Sohn der Baronin tot ist, geht das Anwesen an ihren Neffen. Und an Dame Laatat. Unlängst noch bekannt als Molly. Ja, schön. Und warum haben sie geheiratet? Ich frag mich, ob Molly diesem Neffen oder seinem Erbe verfallen ist. Das wird sich zeigen. Aber ich tippe, dass sie beidem nicht abgeneigt ist. Okay, und wo ist sie? Also gut. Wo finde ich die frisch vermählte Dame Laatat? Die gute Molly hat eine neue Leidenschaft. Pferderennen. Soviel ich weiß, hält sie sich gerade bei der Gräfin Wegelbut auf. Und genau dorthin bin ich unterwegs. Da du mir Luisa abspenstig gemacht hast, wie wär's, wenn du mich begleitest? Ja, klar, warum nicht? Also, wenn Molly da ist... Dann mal los. Schad ja nicht. Gildorf. Ey, das ist gar nicht mein Hottie. Pferderennen-Tribüne. Da wären wir. Nettes Örtchen. Also, von allen Tieren in dieser Gegend faszinieren mich Pferde am meisten. Interessierst du dich überhaupt für Pferde, Hexer? Die sind doch alle gleich. Ich nenne meine immer Plötze. Komisch. Das Graue da ist Cantarella. Von Kahir gezeugt, dem Sieger von Wohle. Ja, Grau ist eine schöne Farbe. Auch bei Pferden. Ich wette auf den schwarzen Hengster. Nemrod. Reinste Nilfgaarder Zucht. Fehlt noch, dass er salutiert, General. Weißt du viel über die anderen? Weißt du irgendwas über den Fuchs da oder den Braunen? Der Fuchs heißt Donner. Ein reinblütiger Redanier. Edles Ross. Aber zu eigenwillig für meinen Geschmack. Schwer zu beherrschen. Und der Braune stammt aus Serikanien. De Volta hat ihn kürzlich gekauft. Ich weiß nicht viel über ihn, aber Serikanier sind bekannt für ihre große Ausdauer. Serikanien? Nein, Serikanien ist nicht das Land oben links. Das Land oben links auf der Landkarte hieß doch... keine Ahnung. Ich weiß, dass aus Serikanien die Kriegerfrauen kommen. So Frauen, die auch kämpfen können und als Söldner arbeiten und übelst krass stark und gut sind einfach. Zumindest werden in den Büchern so beschrieben. Du kennst dich gut mit Pferden aus. Pferde sind ehrlicher als Menschen. Ich bin sehr gespannt, wie du dich im Sattel hältst, Hexer. Ich versuche, nicht runterzufallen. Wie wär's mit einem kleinen Rennen?
Deswegen bin ich nicht hier. Lass mich nicht betteln, Hexer. Weißt du was? Wenn du gewinnst, kriegst du meinen besten Sattel. In Nilfgaard gemacht, aus herrlich gegerbtem Leder. Ja, klar. Warum nicht? Warum nicht? Würde gern sehen, ob dein Wissen über Pferde dir auch im Sattel nützt. Ausgezeichnet. Dann such dir mal ein Pferd aus. Hier, das. Der Fuchs gefällt mir einfach wegen dem Namen. Nehmen wir den. Der redanische Fuchs sieht vielversprechend aus. Wenn das so ist, versuche ich mein Glück mit dem serikanischen Braun. Die Pferde sind gesattelt. Los geht's. Lädt. Einmal speichern, falls ich verliere. Ich will nämlich das Rennen gewinnen. Los geht's, Hexer. Zeig mal, heya! Ich gewinne! Kurve! Ja, das war jetzt natürlich ausgesprochen schlau. Komm schon! Laatat, geh doch da weg, du blöder Penner! Los geht's, Hexer! Zeig mal, aus welchem Holz du geschnitzt bist! Aus dem Überholungsholz hier! Keinen Schnitter hast du gegen mich! Ding, was war das denn jetzt? Irgendwie eine Taste zu viel gedrückt oder was? Nicht das Pferd schonen! Muss mein Pferd kurz Ausdauer kriegen. Ich liebe dieses Tempo, diesen Wind. Wenn er neben mir ist, muss ich wieder Gas geben. Ah, da ist schon das Ziel gleich, oder? Hier fangen doch schon die Tribünen an. Zeig mal, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ah, Doppelklick. Habe ich gewonnen? Die Plätze, die ich nahm, hatten flottes Rennen hingelegt. Außergewöhnlich. Hab schon ewig kein Rennen mehr verloren. Das war knapp. Das ist deins. Voll gut. Überlegener Rennsattel. Voll nett. Ah, schau. Da ist ja die Dame Laatat. Wer? Die Frau, die ehemals Molly hieß. Da steht sie. Richtig. Danke. Ich bin noch eine Weile hier. Wir könnten später zusammen zurück in die Stadt reiten. Ja, gerne. Dann werde ich mal Molly besuchen gehen. Molly. Hallo. Wer ist dein Favorit, Werteste? Entweder der schwarze Hengst oder die graue Stute. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Tut mir leid, aber ich glaube, wir kennen uns nicht. Ich bin Geralt. Geralt? Der Geralt? Dem Rittersporn ein ums andere Mal das Leben gerettet hat? Eigentlich ist es eher andersrum, aber ich glaube, einmal rettet er mich auch. Ohne Rittersporn wäre ich jetzt nicht hier. Das stimmt. Er hat mir von euren Abenteuern erzählt. Wie er dich mit Liedern auf den Kampf einstimmt und wie er den Kairan mit seiner Laute gezähmt hat. Ich meinte das wörtlich. Ich bin wegen Rittersporn hier. Ich wollte dich fragen, ob du weißt, wo er sein könnte. Nein, leider nicht. Wir haben uns eine Ewigkeit nicht gesehen. Seit ich Dame Laatat bin, halte ich mich nur noch auf Bällen, Banketten und anderen solchen, wie sagt man, Festlichkeiten auf. Unheimlich ermüdend. Toll. Aber vielleicht kann dir seine Schwester helfen. Ein so nettes Mädchen. Der hat keine Schwester. Ja, das auch. Mir scheint, Rittersporn glaubt, du dienst immer noch den Lavalettes. Oh, weil ich ihm nie erzählt habe, dass ich das nicht mehr mache. Er sollte mich nicht anders behandeln. Und dein Ehemann hat nichts gegen deine alte Freundschaft? Aber nein. Mein Süßer könnte nicht glücklicher sein, dass Rittersporn mich Savoir Vivre lehrt. Hä? Was für ein Ding? Savoir Vivre? Rhetorik? Musik? Kunst? Erinnerst du dich an dein letztes Gespräch mit Rittersporn? Na klar. Er wollte etwas Geld für eine Barke leihen. Was? Wozu braucht er denn eine Barke? Für eine romantische Bootsfahrt im Mondschein auf den Kanälen. Okay. Er sprach von Erdbeeren und diesem Perlwein und er wollte mir ein Ständchen singen. Aber seitdem ist er weg. Oh. Dir ist klar, dass Rittersporn gar keine Schwester hat? Und ob er eine hat? Ich hab sie doch gesehen.
aber sie sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. Ist blond. Vielleicht haben sie verschiedene Väter. Hm. Und auch verschiedene Mütter. Vielleicht. Aber er hat sich um sie gesorgt, so wie er ihre Sachen getragen hat und... Diese Pakete, könnten es Koffer oder Reisetaschen gewesen sein? Und dieses Mädchen, vielleicht eine Bardin? Ja, ja. Jetzt weiß ich's wieder. Sie ist eine fahrende Künstlerin, kam übers Meer aus Kovir. Talentierte Familie, nicht? Enorm. Und auch sehr liebevoll, bin ich mir sicher. Wenn du nur wüsstest, Rittersporn hat sogar ein Gedicht für sie geschrieben. Für meine liebste Kalonetta oder so. Oh, so einen Bruder hätte ich gern. Okay, Kalonetta. Ja, danke. Danke, Molly. Warte. Bevor du gehst, habe ich noch eine Bitte. Ja? Rittersporn hat versprochen, mir seine Briefmarkensammlung zu zeigen. Er hat's nie getan, aber ich würde sie so gern sehen. Wird nicht schwer, ihn zu überreden. Er zeigt sie liebend gerne. Jeder, die er trifft. Oh, das ist wundervoll. Danke und viel Glück bei deiner Suche. Der hat eine Briefmarkensammlung? Ich kann mich nicht an irgendeine Briefmarkensammlung von dem Kerl erinnern. Lass uns zurückreiten. Wer bist du denn? Reiche Städterin, komm. Ah, Geralt, da bist du ja. Wollen wir zusammen zurückreiten? Ich möchte wieder zurück, danke, aber ich reise allein so. Ja, klar. Sehr gern. Ist ein langer Weg bis Novigrad und mit Begleitung erscheint er nicht ganz so lang. Sehe ich auch so. Nun dann los. Auch schön. Diese Stadt. Jetzt klettert hier am besten so ein Werwolf. Darüber. Und da wären wir. Danke für deine Gesellschaft. Gleichfalls. Mach's gut. Die Mätressenliste. Berate dich mit Soltan. Aber mit Soltan beraten wir uns erst beim nächsten Mal.